Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir bereiten uns vor auf die Passion Jesu Christi. Sein Sterben und Tod, an das denken wir am Karfreitag. Und jetzt, wir bereiten uns in unserem Land vor auf eine dunkle, schwere Zeit. Zu Beginn lassen Sie uns gegenseitig stärken mit dem, wo es uns gut ging. Die Erinnerung an die guten Tage, an die gute Zeit, das Anknüpfen an gute Freundschaften und das dann möglichst pflegen, dass es uns durchhilft durch die Zeit der Krise. Die fünfte Strophe von dem Lied, O Haupt von Blut und Wunden, beschreibt das, wo uns Gott Gutes getan hat. In barocker Sprache zwar, aber doch ganz unverwechselbar. Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts getan. Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost. Dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. Wir bereiten uns vor auf eine stürmische Zeit. Noch scheint Ruhe zu sein, noch können wir uns vorbereiten. Manch einer scheint sich so vorzubereiten, dass er alle Regale füllen muss. Andere bereiten sich vor, schauen, wie man sich schützen kann, schauen, wie man das einüben kann, mit Handschuhen sich nicht ins Gesicht zu fassen. Wir bereiten uns vor auf einen Sturm. Ich möchte bei diesem Bild bleiben, den Sturm, und hier in unserem Kirchenschiff möchte ich an ein Schiff erinnern. Ein Schiff, das durch den Sturm, durch Regen, durch eine Notzeit 40 Tage oder vielleicht länger hindurch kam. Ein Schiff. Und dazu gehört eine Mannschaft oder eine Frauschaft, können wir auch sagen. Eine Mannschaft, die zusammenhält, die aufeinander achtet. Aber wenn so ein Sturm aufzieht, dann gibt es erstmal Durcheinander. Wer geht wohin? Wer passt auf was auf? Vielleicht rettet jeder erstmal sich selber. Oder schaut man auf die anderen? Achtet man auf die anderen? Gut ist es, wenn da eine ruhige Stimme da ist. Gott, schenk uns deine ruhige Stimme, die uns sagt, was wir tun müssen. Gott, ich kann mich dich in dieser Situation vorstellen wie ein Kapitän auf so einem Schiff, der mit seiner ruhigen Stimme für Ruhe sorgt, für Ruhe im Herzen sorgt. Wir wissen, wie schwer das gerade ist, wenn wir die Nachrichten hören und an allen Ecken dieser Erde flammt es auf oder hebt dieser Sturm an, gefährdet Menschenleben, bringt Gesellschaften durcheinander. Vielleicht würde deine Stimme jetzt sagen, klaut erstmal auf, macht alles sturmfest, zurrt die Dinge fest, die sonst über Bord gehen können. Aber das, was ihr nicht braucht, das werft jetzt schon über Bord. Trennt euch von dem, was gar nicht wichtig ist, was nur die Spielzeuge des Lebens sind. Und haltet an dem fest, was euch durch eine Krise durchhilft. Ein Tau zum Festhalten, ein Rettungsring, gute Worte, warme Erinnerungen und das Gefühl einer Gemeinschaft. Ja, wenn der Sturm erstmal da ist, dann sehen wir den anderen vielleicht nicht. Vielleicht ist so viel Nebel, so viel Regenschauer dabei, dass wir nicht mehr den Steuermann sehen, dass wir nicht mehr sehen, wer am Segel steht, dass wir nicht mehr sehen,
wer unten krank da niederliegt. Aber wir wissen voneinander. Wir haben uns ja vorbereitet. Wir knüpfen jetzt schon die Kontakte. Wir sorgen dafür, dass jeder da ist, wo man ihn braucht. Dass jeder das tut, was er tun kann. Dass man die Nachbarn anruft. Dass man für andere die Sachen besorgt, die sie brauchen. Dass man aufeinander achtet. Das ist vielleicht das Gebot dieser Stunde. Wir als Gardower Kirchengemeinde versuchen das auch, für andere da zu sein. Die älteren Leute anzurufen, ein Infotelefon einzurichten, wo man jeden Tag 2 Stunden lang anrufen kann, von 10 bis 12 in der Gemeinde. Und immer soll jemand da sein, dem man sprechen kann, die Sorgen nennen kann, ein bisschen Rat holen kann oder einfach nur, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, anrufen kann. Oder wenn man mit den Kindern was anderes machen muss, vielleicht einfach dann einen Kindergottesdienst, den wir jetzt auch auf YouTube hochgeladen haben. Wir bereiten uns vor für die Zeit des Sturmes, dass wir dann wissen, alle sind versorgt, keiner soll auf der Strecke bleiben. Derjenige, der schwach ist, der seekrank ist, der kriegt eine leichtere oder andere Aufgabe als derjenige, der stark ist, und alle sollen für die Gemeinschaft etwas tun. Aber nicht nur natürlich für das Schiff in Gartow, für das Schiff in Deutschland, sondern wir erleben in dieser Zeit, dass wir nur hindurchkommen, wenn wir weltweit zueinander stehen. Nicht ein Wettlauf um die Medikamente, um die Hilfsmittel, um den Mundschutz stattfindet und die Preise steigen, sondern nur als Weltgemeinschaft werden wir diesen Sturm und die Stürme, die dann noch kommen werden, überstehen. Und vielleicht werden wir in der Vorbereitung merken, dass da ein Lächeln ist. Manchmal ein Lächeln hinter Mundschutz, ein Lächeln beim Einkaufen, beim Spazierengehen. Man bleibt auf Abstand, aber man bleibt doch auch verbunden. Und die Telefonate, die WhatsApp, sie sind jetzt ganz anders. Man tauscht sich aus, was herzlich und was gut ist. Aber manche Grobheit entsteht auch. Wir sind dünnhäutig. Gott, wir bitten dich, hilf, dass wir nicht dünnhäutig sind, sondern geduldig mit unseren Lieben zu Hause, geduldig mit den Menschen, die wir begleiten. Hilf, dass wir hindurchkommen. Wir beten ein freies Gebet und dann das Vaterunser. Gott, sei du bei deiner Welt in den Stunden der Not. Sei du bei deiner Welt dort, wo Menschen so viel Sorgen haben. Sei du bei den Menschen, deren Bilder wir sehen im Fernsehen, bei den neuen Nachrichten. Bei den Menschen in Norditalien, in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen in Spanien. Und sei du auch bei den Menschen, die sich jetzt darauf vorbereiten. Gott, es ist gerade so viel Not in den Krankenhäusern, bei den Ärztinnen und bei den Pflegern. Sie arbeiten ohne Ende und haben doch so wenig Macht über Leben und Tod. Gott, sei du bei denen, die alles geben, das andere leben. Sei du bei denen, die aufgegeben werden. Sei du bei denen, die sterben. Gott, wenn es sein kann, lass es so sein, dass es keinen fernen Tod von dir gibt, sondern dass du bei jedem dabei bist, dass du ihre Seele in die Hand nimmst. Gott, so wie dein Sohn sagte, in deine Hände befehle ich meinen Geist, so, Gott, befehlen wir das Herz derer, von denen wir Abschied nehmen, in deine Hände. Gott, wenn es sein kann, dann verschone deine Welt, dann verschone die Menschen. Hilf, dass das Sterben dann ein Ende hat. Hilf, dass der Schaden an der Seele bei den Pflegern und bei den Krankenschwestern und den Ärzten, dass der Schaden, den sie erleiden, weil sie so überfordert sind, dass der Schaden klein bleiben möge. Und hilf, dass wir wieder leben können, durchatmen können, dass wir wieder frei sein können. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in die Ewigkeit. Amen. Empfangt für diese Zeit den Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Von dem Lied 85, O Haupt voll Blut und Wunden, singen wir zum Abschluss die neunte Strophe.